einzige Mal. Okay, ich freue mich sehr, den dritten Vortrag dieses Abends anzukündigen, der wieder ganz anders sein wird als der vorherige Vortrag und auch als der vorvorherige Vortrag. Jetzt wird Tim sprechen über rein funktionelle Datenstruktur. Hallo. So, heute soll es gehen um Queues. Queues als Beispiel von rein funktionalen Datenstrukturen. Und das Standardbuch habe ich auch mitgebracht, kann man sich auch bei mir ausleihen, ist von Okazaki geschrieben. Seine Dissertation hat er auch als Buch veröffentlicht, 1999. Und dieser Vortrag orientiert sich auch an einem Artikel, der zufälligerweise vor ein, zwei Wochen erschienen ist, auf dem Blog von WellTyped. Und der genau das zusammenfasst, was ich heute erzählen werde. Erstmal, hast du eine Warteschlange? Aber natürlich Tims Vortrag zuerst. Also ja, ich hatte zuerst die Idee und dann kam der Blogartikel raus. Und hast du den Blogartikel geschrieben? Nein, leider nicht. Ja, aber ein Vorteil hat das, dann müssen wir selbst keine Zusammenfassung auf unserem Blog schreiben. Weil wir können einfach verweisen. So. Warteschlangen. Ihr kennt vielleicht Stacks. Stacks, eine Datenstruktur. Man kann Elemente auf den Stack drauf tun und man kann Elemente wieder wegnehmen. Und es ist so, dass das letzte Element, das man auf den Stack drauf getan hat, bekommt man auch wieder als erstes heraus. Im Gegensatz dazu eine Warteschlange. Man stellt sich vor, eine Warteschlange hat zwei Enden. Einem Ende tut man neue Elemente rein und am anderen tut man Elemente rausnehmen. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel irgendeinen Service oder Server implementiert und man hat Anfragen und man kann die Anfragen nicht so schnell beantworten, wie sie reinkommen, sondern man muss sie erstmal zwischenspeichern und dann tut man die auf eine Queue und dann tut man die Queue wieder abarbeiten und beantwortet dann die Anfragen in der Reihenfolge, wie sie angekommen sind. So, das hier ist das Interface von Warteschlangen als Typklasse definiert. Wir haben eine Queue und eine Queue enthält Werte vom Typ A. Es gibt die leere Queue. Wenn man eine Queue hat mit Werten in A und ein A, dann kann man dieses A hinten an die Queue anhängen. Bekommt eine Queue. Snog ist const rückwärts. Vorne kann man sich anschauen, hat eine Queue und dann bekommt man entweder die leere Queue oder man kriegt ein Paar, bestehend aus dem ersten Element und dem Rest der Queue. Und mit dieser Funktion kann man dann auch die Head-Funktion implementieren. Das ist einfach der erste Wert in diesem Tupel oder Tail, das ist der zweite Wert, die restliche Queue. So. Als Beispiel könnte man der Wert der Listen wäre instanziert Queue. Die leere Queue ist die leere Liste. So, wenn man ein Element X anhängt an eine Queue, dann kann man einfach Listen-Konkatenation verwenden, um die Liste, die nur aus diesem X besteht, an die Liste der Xs anzuhängen und ankommt. Wir schauen uns einfach den Anfang der Liste an. Machen Pattern Matching. So. Was ist schlecht hier an dieser Instanz? Lukas? Ja. Das war auch abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Das ist halt auch schon langsam. Was ist die Laufzeit hier von zum Beispiel Snog? O von Länge. Falsch. O von 1 ist richtig. Ja. Wir müssen nämlich bedenken, dass Haskell eine Lazy-Sprache ist. Aber was das Problem ist, hier, wenn wir jetzt noch machen, dann wird das hier alles wird nicht ausgewertet am Anfang. Und wenn wir dann Head machen, dann müssen wir hier all diese Funks, das sind end verschachtelte Funks, alle da reinschauen und dann bekommen wir irgendwann das
x1 raus. Also das benötigt UN-Zeit. In der strikten Programmiersprache ist es andersrum, da braucht es SNOC viel Zeit, aber dafür geht das Add sehr schnell. Wie redet man eigentlich allgemein in Lazy-Sprachen über Laufzeiten? Ja. Ja, das auch nicht. Das auch nicht. Das ist gar nicht. Das ist schon lästig. Du hast nur noch Skyclips, du redest nicht mal Laufzeiten. Ja, man könnte jetzt ja mit amortisierten Laufzeiten anfangen. Gleich, ja. Ja? Eine Frage noch, warum ist bei Uncon so ein Tail des QA in dem Maybe drin? Weil es könnte einfach in den Ergebnissen zurückkommen. Also ein Tuppel aus Maybe A und QA. Naja, Head von der Wertliste. Was ist das? Tail von der Wertliste. Da willst du ja keine Exception werfen, weil du Safe sein willst. Weil Head von der Wertliste ist ja eigentlich nichts. Nothing in der Wertliste. Nee. Ja, nee, aber du wirst ja, dieses Nichts explizit repräsentieren. Ja, ja, dann werden Nothing. So, und wir wollen heute schauen, wie man das hier besser machen kann. Und unser Ziel wird es sein, dass man List-Elemente in diese Queue reinstecken kann und rausholen kann in konstanter Zeit. Und es ist gar nicht offensichtlich, wie man das implementieren kann. Im Gegensatz dazu, Stacks sind in einer funktionalen Programmiersprache sind super leicht. Stacks sind einfach Listen. So, da jetzt erstmal ein bisschen Hintergrund, falls ihr nicht Informatik 3 gehört habt. Ja. So, normale Laufzeitanalyse heißt, wir haben eine Datenstruktur, wir wollen Operationen auf dieser Datenstruktur unterstützen und wir wollen die Laufzeit der Operationen angeben als Funktion von irgendeinem Zustand von der Datenstruktur, zum Beispiel von der Länge. Wir wollen dann zum Beispiel sagen, die Datenstruktur braucht, also einfügen braucht Zeit logarithmisch in n, wobei n die Größe der Datenstruktur ist. Wir wollen letztendlich erreichen, dass die Laufzeit der Operation gar nicht von der Größe der Datenstrukturen abhängen, also dass die Laufzeit konstant ist. Manchmal tut man auch dieses Ziel ein bisschen aufweichen und dann verwendet man amortisierte Laufzeitanalyse und das heißt, dass man hat Operationen und gelegentlich dürfen diese Operationen länger brauchen, als was das Ziel ist. Aber diese gelegentlichen höheren Kosten von diesen Operationen, die müssen sich im Laufe der Zeit weggeben, also beziehungsweise verteilen auf ganz viele Operationen, die weniger Kosten brauchen als Land als oder ja. Zum Beispiel, wenn ihr Arrays habt in einer imperativen Programmiersprache, dann gibt es das Problem, ihr wollt füllt das Array mit Werten und irgendwann ist dieses Array voll, braucht ein neues Array. So, ihr müsst einen neuen Speicherplatz allozieren und das kostet erstmal viel Zeit, weil er braucht, um Speicherplatz zu allozieren, bräuchte er vielleicht viel Zeit, wie die Liste lang ist. Und deswegen gibt es folgenden Trick. Ihr allokiert, ihr wartet, bis die Liste voll ist und dann allokiert ihr doppelt so viel Speicherplatz, wie ihr bisher hattet. Und dann dauert es wieder, dann zahlt ihr Kosten, die abhängig proportional sind, zu n. Und dann dauert es wieder n Operationen, bis das neue größere Array voll ist. Und die Kosten, die proportional zu n sind, verteilen sich dann auf, kann man verteilen auf die Operationen, die n-Operationen, die dann das neue Array voll machen. So. Hat jemand ein Alltagsbeispiel, ein witziges Alltagsbeispiel zu Amortisierung? Du? Ach, ja. Alltagsbeispiel. Bankkonto? Also ich meine, das Küche. Die Analogie mal hat, ist so, ja, die Analogie ist halt, dass man praktisch jedes Mal, wenn man eine billige Operation macht, sozusagen ein bisschen mehr einzahlt und dann, wenn man eine teure Operation hat, dann ist dann das Geld, man hat zu viel eingezahlt und wieder ab. Okay.
Also ich muss ja immer Müll trennen und ich habe es mittlerweile optimiert, dass ich möglichst schön alles einschlichte. Es dauert zwar immer ein bisschen länger, um einzelne Sachen reinzulegen, aber da das Fahren immer eine Stunde dauert, hoffe ich, dass sich das so amortisiert, dass ich nur halb so oft fahren muss und dass ich dann bis zeitlich irgendwie... Ich habe es noch nicht ausgerechnet. Aber. Ja. Ein bisschen die Bankersichtweise, man hat da so ein Guthabenkonto. Schulden sind nicht erlaubt und jede Operation hat Kosten und die setzen sich wie folgt zusammen. Man hat einerseits die Laufzeitkosten, wie lange braucht die Operation tatsächlich, und dann kann jede Operation noch Geld entweder einzahlen auf das Konto oder Geld abheben. Und die Kosten sind dann die Summe von hier diesem Einzahlen oder Abheben oder von der tatsächlichen Laufzeit. Es gibt noch eine andere Sichtweise, Physikersichtweise. Es gibt eine Potentialfunktion, definiert hier auf der Menge der Zustände von der Datenstruktur und nimmt auch nicht negative Werte an. So, und wenn man nun eine Operation hat, liest eine Datenstruktur, V, und Ergebnis ist W, dann sind die tatsächlichen Kosten die Veränderung im Potential plus die tatsächliche Laufzeit. So, und was will dann zeigen, dass wenn man eine Liste von Operationen hat, die man nacheinander ausführt, dass die Summe von den Kosten, die Summe von den tatsächlichen Kosten der Operation kleiner gleich ist der Summe von den Kosten, wie man sie zeigen will, was das Ziel ist, ja, die amortisierten Kosten. Und was wir auch noch gleich verwenden werden, wir haben gesehen, wenn wir eine Liste haben, und wir hängen ein einzelnes Element an das Ende von der Liste an, dann ist das teuer. So. Wenn wir dann eine Liste haben, ja, aber es wird günstiger sein, wenn wir einfach erstmal Elemente sammeln und diese Elemente dann in einem Rutsch an das Ende von einer anderen Liste anhängen. Und zwar müssen wir die erste Liste da davor noch umdrehen. Und das zum Glück ist Umdrehen von Listen sehr günstig in Haskell. Da hat man folgende Funktion. Reverse ist Go oder Leerliste. Und Go und die leere Liste ist hier ein die leere Liste. Und da reinsteckt AS ist ein Akkumulator. Und man hat hier die Liste. Man tut jedes Element aus dieser Liste an den Anfang von dieser Liste schreiben. Man kann sich ein bisschen, kennt man aus dem Alltag, ihr habt einen Stapel vor euch liegen, ihr wollt den Stapel umdrehen, was macht ihr? Ihr nehmt das oberste Element, legt es auf den zweiten Stapel und macht immer so weiter. Diese Funktion. Bei Papier immer umdrehen. Die Seite. Eine Liste ist halt ein Stack. Ja, eine Liste ist dasselbe wie ein Stack. So, und damit können wir schon Queues implementieren, die schon gar nicht so schlecht sind. Nehme ich Bankers Queues. Nehme ich Problem ist, wir können nicht so einfach auf die Position zugreifen, wo das letzte Element gespeichert sein soll. Stattdessen machen wir Folgendes. Immer wenn wir wir tun die letzten Elemente in eine eigene Liste reinpacken. Immer wenn wir es noch machen, kommt dieses Element, wird Anfang von einer neuen Liste. Wir haben dann in unserer Datenstruktur zwei Listen. Eine Liste der vorderen Elemente, die in der richtigen Reihenfolge sortiert ist. Eine Liste der hinteren Elemente, die in der umgekehrten Reihenfolge sortiert ist. So. Und dabei soll folgende Invariante erhalten bleiben. Die vordere Liste ist länger als die hintere Liste. Und wenn man bei der vorderen Liste, da tut man ja Elemente wegnehmen, bei der hinteren tut man Elemente anhängen, also wird das irgendwann so sein, dass die hintere Liste gleich groß ist wie die vordere. Und dann macht man Folgendes. Man dreht die hintere Liste um und hängt sie an die vordere Liste an. Was ist Elton Längen? Also die Länge von der Liste berechnen, wie schnell geht das? Ja, das ist ein bisschen ein Problem, das will man nicht machen und deswegen speichert man die Länge explizit. Okay. Also ja.
euren Code. Man hat hier eine Banker View, die besteht aus einem vorderen Teil, und man speichert die Länge explizit. Hinteren Teil, und man speichert die Länge auch explizit. Und wir nehmen hier an, dass wir Strips arbeiten. Sauer. Die leere Banker View, da ist die vordere und die hintere Liste leer. So, und dann haben wir hier diesen smarten Konstruktor, der diese Invariante, dass die vordere Liste länger ist als die hintere Liste, immer wieder wiederherstellen soll. Also, falls die vordere Liste größer ist als die hintere Liste, dann ist alles gut. Wir benutzen einfach den normalen Konstruktor. Ansonsten, falls die vordere Liste, also kleiner gleich der hinteren Liste ist, dann nehmen wir die vordere Liste und wir hängen die hintere Liste umgekehrt an. Ich habe das gerade mir nicht so genau im Kopf, aber macht das einen Unterschied, ob man das so macht oder ob man einfach wartet, bis die vordere Liste komplett leer ist, dann die hintere umdreht und die einfach das vordere macht? Das wäre jetzt für mich der natürlichere Ansatz, dass man sich um die Längen gar nicht kümmert, sondern einfach sagt, naja, wenn da vorne nichts mehr drin ist, dann drehe ich die hintere einmal um. Ich glaube, es kommt darauf an, welche Operationen du da erwartest, in welcher Reihenfolge. Dieses Lock- und Ankreuz-Operationen, je nachdem, wie man das benutzen möchte. Ja. Mhm. Aber die amortisierte Laufzeit müsste die gleiche sein, oder? Sollte die gleiche sein, ja. Kann auch sein, dass das in Okazaki als ursprüngliche Liste dran ist. Aber ich wollte das schon mal hier machen, weil in späteren Listen wird man das auch tatsächlich so gebrauchen. Und genau dann umdreht, wenn die Listen gleiche Länge haben. Rein vom. Ich glaube, die Idee von Manuel ist halt, wenn man die vordere leer ist. Ja. Dann muss man ja nur noch reversen und nicht mehr konkatenieren. Ja, aber man spart sich halt dieses Ganze, dass man die Länge mitschleift und sowas. Das ist dann einfacher. Ja. Also das ist die Standardimplementierung. Ja, okay. Aber ich glaube, das hat schon irgendwie einen Vorteil. Wahrscheinlich kann das Argument mit dem Potenzial funktioniert dann allgemeiner in der Form. Wenn das immer so ausbalanciert wird. Müsste ja gleich kommen, ne? Ja. Müsste ja der Beweis gleich kommen. Beweis kann ich leider nicht bieten, aber das stellt uns ja heute Makarios vor, wie man Beweis führt. Ja, haben wir das mit der Mathematik auch mal erlebt. Richtig schlagfertig. So, ist das initialisieren bei dem Ding? Also initialisieren? Ja, also wenn ich jetzt mit der Lernliste anfange und das möchte, dann macht das ein bisschen effizienter. Du meinst? Bei wenigen, ja, vielleicht kann man da noch ein bisschen optimieren, dass man bei kleinen Listen was anders macht. Kann schon sein, uns interessiert das asymptotische Verhalten. Soll wieder abgeblockt werden. Wir waren stehen geblieben bei Ancons. Wir haben eine Bankers View. So, wenn die vordere Liste leer ist, dann ist auch die Bankers View leer. Weil wenn die vordere Liste leer ist, dann ist auch die hintere Liste leer. So, wenn die vordere Liste x enthält und x ist, dann geben wir dieses x einfach zurück und wir machen eine neue Banker's Queue. Dann ist die Liste, Länge der vorderen Liste 1 weniger und die hintere Liste bleibt so. Und eventuell tut unser smarter Konstruktor nochmal die Invariante herstellen. Ähnlich ist es bei Snock. Wir wollen ein neues Element x einfügen und das tun wir in die hintere Liste stecken und wieder unseren smarten Konstruktor verwenden. Ja? Die Invariante, dass es die Länge kleiner sein muss vorne, oder nee, größer, ist damit Uncons immer O von N ist, also O von 1 ist. Weil wenn die vordere nämlich leer wäre, dann könnte es sein, dass es O von N ist, weil man die hintere ja reversen müsste und vorne hinhängen müsste. Musst du aber hier auch, weil also es ist halt eine andere Zeit, wo es passiert. Wenn ich jetzt gerade ein Element einfüge und die Listen werden gleich lang, dann passiert hier das Gleiche, genau, aber hier nur aber halbe. Aber es passiert also dafür, es passiert, genau, es passiert öfter, aber dafür mit weniger Elementen wahrscheinlich. Würde ich jetzt schätzen.
oder? Ja, aber bei dir, also es kann ja auch sein, dass du Ankunft machst und dadurch wird die vordere Liste zu klein und dann wirst du auch wieder umdrehen. Oh, aber wenn man natürlich gerade an der Stelle... Aber das ist, glaube ich, ausbalancierter, dann ist wahrscheinlich in der Mitte die hintere Liste kleiner. Ja, aber kriegt das? Ja, stimmt. Was passiert? Also eigentlich hat man ja weniger Aufwand, wenn man möglichst viele Elemente umdreht. Was aber tödlich ist, wenn du Ankons gerade an der Stelle machst, wo er umdrehen will. Dann hast du jedes Mal an der Stelle, wo er umdrehen will, dann ist es kein Problem. Weil wenn man einmal Ankons macht, dann dreht es vielleicht um, dann hat man eine lange vordere Liste. Und dann braucht man wieder proportional zu n viele Operationen, so, damit die hintere Liste wieder anwächst auf den Wert, sodass man wieder umdrehen muss. Das ist kein Problem. So, wir machen eine Laufzeitanalyse. So, Umdrehen der hinteren Liste und Anhängen an die vordere Liste dauert proportional zu n viel Zeit. So, und ansonsten brauchen, wenn man nicht umdrehen muss, dann brauchen Ankons und Snock konstante Zeit. So, und man hat in der vorderen Liste vielleicht n viele Elemente, hinter der Liste ist leer. Und damit wieder die Größe der vorderen und hinteren Liste gleich ist, müssen genau n viele Ankons-Operationen oder Snock-Operationen passieren. Also proportional zu n viele. Und damit ist die Zeit pro Operation n durch n konstant. So. Wenn für jede dieser Operationen, also wenn wir da in dieses Bankkonto einzahlen, dann können wir also für die Kosten von dieser Umdrehoperation bezahlen. So. Es gibt ein Problem, nämlich dieses Argument ist falsch. Ja. Welcher Satz ist falsch? Das mit den Geldstücken, weil vorher die Geldstücke definiert werden. Die einfach so. Das ist für die Intuition, das zählt nicht. Ja. Nee, folgender Satz ist falsch. Bevor das nächste Mal umgedreht werden muss, müssen weitere N-Operationen ausgeführt werden. Falsch. Und das will ich demonstrieren. Ob das funktioniert. Was? Wieso funktioniert das nicht? Vielleicht muss ich scrollen. Elm. Das ist nicht Elm. Das ist THCJS. Wir haben hier eine Bankers View, hat bisher ein Element. Die hintere Liste ist leer. Wenn wir jetzt hier die 2 anhängen, dann wird die hintere Liste genauso lang wie die vordere und es wird hier umgedreht und angehängt. Und das mal. So. Hier, das hier ist eine Historie von den Zuständen unserer Liste. So, das ist der aktuelle Zustand. Wir können weitere Elemente einfügen mit 3. Das nächste Mal wird wieder umgedreht. Und so weiter. Okay. Ich kann hier auch zurückgehen und ich kann nochmal ein Element einfügen und ich kann zurückgehen, ich kann nochmal ein Element einfügen, ich kann zurückgehen, ich kann nochmal ein Element einfügen und das Problem ist, jedes Mal, wenn ich hier ein Element einfüge, dann zahle ich Kosten in der Höhe von O von N. Das ist das. Was heißt zurückgehen im Kontext? Zurückgehen in dem Kontext heißt, in einem funktionalen Setting werden ja so, wenn man eine imperative Datenstruktur hat und man ändert da einen Wert, dann hat man die Datenstruktur geändert und das ist ab dem Zeitpunkt der aktuelle Zustand der Datenstruktur. Im funktionalen Kontext, da behält man ja aber die alten Werte und kann sie weiterhin verwenden. Das heißt, wir haben hier eine Liste kurz vor dem Umdrehen und jedes Mal, wenn wir hier auf diese Liste ein neues Element hinzufügen, dann müssen wir die Kosten bezahlen. Jedes einzelne Mal. Und damit können die Kosten hier höher sein als amortisiert konstant pro Operation. Also die werden nicht amortisiert, weil ich meine, diese Liste mit hohem Potenzial, die kurz rumdrehen ist, die muss man nur einmal erzeugen, aber man kann sie auch oft verwenden. Ja, beziehungsweise wir haben hier, was man hier versucht, ist, man bezahlt für eine Sache einmal, will sie aber dann hunderte Male machen. Ja. Das geht halt nicht.
Weil da kommt die Polizei. Außer Software, die muss man einmal schreiben und kann es beliebig auch kopieren. Aber dafür muss sie auch mehrmals zahlen. Ach so. So wie bei Musik meinst du. So, das ist das Problem. Und wir haben vorhin gehört, was für Probleme LazyNet verursachen kann. Aber für solche Datenstrukturen, da ist LazyNet der große Retter, weil damit wird es jetzt wirklich möglich, Datenstrukturen zu erhalten, die nicht, wo die tatsächlich wir amortisiert konstante Laufzeit haben für dieses Knochenkonto. Nämlich, wir müssen dafür nichts weiteres tun, als den Code, den wir gerade hatten, zu verwenden und hier oben diese Spracherweiterung wegzumachen. Das will ich kurz demonstrieren. Wahrscheinlich sollst du dann aber die Längenfelder trotzdem nicht drin notieren. Ja, aber ich denke, auf die Längenfelder wird auch so häufig zugegriffen, dass man die auch ruhig lässt. Warum würde er es vorhalten? Also warum würde er die ganzen alten Werte vorhalten, wenn man sie nicht mehr benutzt danach? Ja, vielleicht will man sie ja benutzen. Das war jetzt Haskell, ja. Wenn man die Liste so, die persistente Datenstruktur so verwendet wie eine imperative Datenstruktur, dann ist die Laufzeitanalyse, wie ich sie gemacht habe, wäre korrekt. Ja. Mhm. Falls du aber alte Werte behältst und vielleicht nochmal verwendest. Ich muss ja nur einen Wert behalten und der braucht die ganze Liste kräuteln, die ganze Liste dann hat. Man denkt halt bei der Einsatzzugabe, du kannst auch dieses Configuration-Programm schreiben, was dann immer wieder halt zurückkriegt und dann immer wieder genau vor dem Interesse. Ja, hat er noch oft. Ja. Wir wollen uns anschauen, wie das jetzt bei dieser Liste ist. Euren Sphären bewegt schon wahrscheinlich. Wir fügen ein Element 2 hinein, dann wird gleich ein Plus und dann wird das aufgerufen. Und hier dieser graue Rahmen repräsentiert ein Bug. Also eine Berechnung, wo sich die Haskell-Runtime gemerkt hat, die muss ich noch ausführen, wenn ich hier diesen Wert in Weekend Normal Form haben will. Ich würde jetzt mal das Fenster höher machen, damit ihr mehr History sehen könnt. Ja. Also beim nächsten Mal ist Shots fired. Wir können noch mehr Elemente einfügen. Dann bekommen wir hier einen größeren Fang. Wir noch mehr. So. Und dieses Einfügen am Ende hat jetzt immer konstant viel Zeit gekostet, weil wir haben nicht tatsächlich die Listen umgedreht, sondern wir haben uns nur gemerkt, dass wir die Listen umdrehen müssen. So. Und wenn wir jetzt so einmal Tail aufrufen. So. Dann müssen wir hier Zeit bezahlen, logarithmisch. In der Tiefe von der Liste, aber ich denke, das ist okay. So. Können wir hier weiter noch Tail aufrufen, lustig Tail aufrufen. Und das ist ja hier der kritische Zeitpunkt, kurz vor dem Umdrehen. Und was unser Problem war, war, dass dieses Umdrehen mehrfach passiert ist. Und wir wollen uns anschauen, wie das hier besser ist. Nämlich, wenn wir hier jetzt Tail machen, dann löst es aus, dass diese gesamte Liste in einem Rutsch umgedreht wird und wir die 5 bekommen. Ihr habt gesehen, hier hat sich plötzlich ganz viel verändert. Weil dadurch, dass wir hier das ausgewertet haben, dieses Funk, was wir hatten, hat sich nicht nur die aktuelle Liste verändert, sondern auch alle Versionen dieser Liste in unserer Historie. Ist Funk. Wenn wir jetzt also zurückgehen, back, wir spulen hier einmal zurück, dann haben wir hier diese Liste vorhin. Vorhin war hier noch dieses Funk gestanden und hier ist schon die Liste umgedreht. Also, dadurch, dass man eben dieses Funk hat und dieses Funk wird einmal ausgewertet und dann das Ergebnis gespeichert, vermeidet man mehrmals so eine Liste umzudrehen. So, dazu geführt haben, dass die beiden Listen gleich lang sind. Wie ist es hier? Wir fangen nochmal von vorne an.
bis wir diese Viererliste hier am Ende haben. Werden die Kosten hier aufgeteilt. Hier Tail machen. Wir müssen ja hier viermal Tail machen, bis wir hier überhaupt an diese Liste rankommen. Und das heißt, die Anzahl der Tail-Operationen, die wir brauchen, bis wir überhaupt diese Liste umdrehen müssen, ist genauso groß wie die Länge dieser Liste. Reicht also aus, um für die Kosten dieses Umdrehens zu bezahlen. Und dabei wurden jetzt schon Listen umgedreht, ne? Also beim letzten Tail jetzt, beim letzten Klicken, ist schon die Zweierliste umgedreht worden, oder? Oder beim vorletzten. Das bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil man muss ja auch noch die Kosten für dieses Umdrehen bezahlen. Aber geht das? Wenn der Tail vielleicht amortisiert Login? Kosten. Ja. Also damit wird es gehen, oder? Vielleicht, indem man einfach statt einem Geldstück zwei Geldstücke in das Konto einzahlt. Vielleicht geht es damit, dass man diese Kosten amortisiert. Das klingt schon plausibel dabei, weil es ein Problem bestand. Ja, was sind hier die Kosten? Irgendwie n plus n halbe plus n Viertel. Je weiter man hier reingeht, also konvergiert gegen 2, also sollte man das bezahlen können, wenn man pro Operation 2 Geldstücke hat. Also nicht logarithmisch, oder? Ja, konstant, aber halt mit. Also die Laufzeit von einem einzelnen ist logarithmisch. Da verstehe ich nicht, was ist logarithmisch? Hier sind ja logarithmisch viele Funks geschachtelt in der Länge von der Liste. Also ist hier ankommt logarithmisch in der Länge von der Liste. Es ist der Logarithmus von der Anzahl der Elemente. In der ganzen Cube. Ja. Ja. Obwohl, das wir da vielleicht nicht erklären können, weil müsste sich jetzt einarbeiten. So. Das hier ist übrigens auch online, damit rumspielen wollt. Ja, aber das Ankorn kann auch das Reverse forcen, oder? Das Reverse braucht ja wiederum lineare Zeit. Dieser Webseite. Ein Grund, warum man lazy ist. Also, was wolltest du auch probieren? Ankorn soll. Ja, macht man scheinbar auch. Reverse. Weil du willst noch euch laden. Ankorn soll Reverse. Also, du bist nicht auf Miss. Du bist jetzt meine Realtime. Ups. Deswegen ist das eine Spoiler-Annotation für wann was ausgewählt wird. Du willst hier Ankunft machen, oder? Ja, die Frage war dich. Ja, vermutlich ist. Ich bin mir nicht sicher, was ich will. Okay, dann können wir hier einfach mal auch noch ein Beispiel machen. Ankunft ist ja im Endeffekt Tail, aber halt nur den zweiten Teil von euch. Ja, genau. Weil das ist das Interessante von Ankunft, die restliche Liste. Das andere ist das, was man eben haben will. Und das will ja keiner. Also ich meine, das ist das, was der Praktiker braucht, das ist das, was der Theoretiker braucht. Jetzt gab es ein neues Über. Aber es ist cool, dass er dieses Responsive Design automatisch macht. Das ist so völlig krass. Ist das GHCCS? Allein GHCCS. Das ist Reverse der Force, das kostet mich auch lineare Zeit. Deswegen ich sehe nicht, warum das mit logarithmisch sein soll. Ja, amortisiert, wenn wir das nicht halt. Also es war nur in dieser eine Situation, wo wir eine Liste erstellt haben und dann irgendwann wurde das so umgedreht. Also nur am Anfang. Hier, falls man zufälligerweise an einem Zeitpunkt ist. Okay. An diesem Zeitpunkt wird man natürlich nicht logarithmische Zeit brauchen, sondern lineare Zeit. Genau, jetzt verstehe ich, was ich meine. Ja.
Es war nur so das erste Mal, wo man in diese ganzen Funks reingehen musste. So, es geht aber auch noch besser. Nämlich, wir können erreichen, dass Snog und Ancon tatsächlich konstante Zeit benötigen, und zwar echte konstante Zeit, nicht nur amortisiert. So, und das Problem dabei war gerade, dass man zu manchen Zeitpunkten musste man hier diese gesamte hintere Liste umdrehen. Und das konnten wir nur in einem Rutsch, und die Kosten dafür waren O von N. Wenn wir konstante Zeit erreichen wollen, dann müssen wir es also irgendwie schaffen, dieses Umdrehen der Liste in Teilstücke zu zerlegen, sodass wir diese Teilschritte bei den einzelnen Ancons und Snog-Operationen durchführen können. Und dann, wenn wir nur genügend Teilschritte machen, sind wir dann fertig mit dem Umdrehen. Also man will es in Funks packen und der Compiler soll dann cachen für einen, oder? Nicht so ganz. Okay. Ja, sagen Sie. Ja. Deswegen ich erstmal hier diese Funktion einführen. Die macht Folgendes. Wir bekommen eine Liste X's, eine Liste Y und eine Liste Z's. Und wir wollen die Liste Y umgekehrt an die Liste X's anhängen. Und die Z's, die werden wir noch einführen als so was wie ein Akkumulator, wie wir der genau die gleiche Rolle erfüllt wie der Akkumulator beim Umdrehen von Listen. Nämlich, wir definieren und der Typ passt nicht, oder? Was? Der Typ passt nicht, oder? Ah ja, das sollte, wir müssen einen weiteren Pfeiler haben. Okay. Ja. Vorbedingung ist, dass diese und diese Liste gleich lang sind. Deswegen werden die auch zum gleichen Zeitpunkt leer. Und wenn X und Y leer sind, dann bekommen wir nur Z als Ergebnis. So. Und wenn X und X in diesem Fall machen wir Folgendes. Das erste Element von X nehmen wir als erstes Element von unserer Ergebnisliste. Und für den Rest verwenden wir rekursiv Append and Reverse mit den restlichen X's, Y. Und das erste der Y wandert durch das Reverse ans Ende dieser Liste. Und das können wir auch einfach in das X's Z reinstecken. Also ein Beispiel. Ist das jetzt moralisch korrekt, dass du eine nicht-totale Funktion schreibst? Nicht wirklich. Und ich habe auch keine Ausrede dafür, außer, dass die Slide nur so und so hoch ist. Bei der richtigen Typ ist er ein abhängiger Typ, der Vorbedingungen kopiert. Und da ist es nicht. Naja, der Rest wäre halt Error should not happen, oder? Ja. Aber ist das ja nur intern dann für die Implementierung. Ja, und da hast du die Vorbedingungen voll bewiesen. Genau. Und das führt jetzt schon so ein bisschen hin zu der Implementierung. Wie du machst es nicht mit PRTs. Ja. Sollte man natürlich. Aber ich habe versucht, das möglichst einfach zu halten. Das ist mir gerade schon der Typ, aber sehr wenig aufsatzvoll. Ja, für 2016. Heute habe ich nicht meine coole Typ-Features-Kappe aufgesetzt, sondern meine Datenstruktur gut auf. Das ist eh alles schon durchbewiesen, da muss man noch implementieren. Genau. Beweise kann man alles im Okazaki nachschauen. Der macht da viel rum mit irgendwelchen Potenzialfunktionen und dem Geld, was man da irgendwo in die Datenstruktur hinpackt. Ich möchte nur mal zu sagen, ich glaube, ich habe noch keinen Beweis aus einem Lehrbuch formalisiert, wo ich mindestens einen Fehler gemacht habe. Aber ich hatte das ja schon im Vorfeld erwähnt. Wie lange dauert der Vortrag? Tobias Nipko hat das ja alles durchgeführt. Das ist ja AFP. Ja. Also es gibt wohl irgendeine Interfail-Bibliothek und ein Paper dazu, was wir ermöglicht, all diese Beweise formal zu führen. Oder das ist nicht mit Laziness, glaube ich. Oder das ist also ohne Laziness. Also Tobias ja hat eine ganze Baumschule. Ja. Alle möglichen Bäume drin. Ich habe schon gesagt, wir sind jetzt sehr schön für Logik und was war's? Botanik oder sowas. Ja, das war nicht.
Ja, aber die Bäume sind irgendwie falsch rum. Wir haben nicht nur Bäume, wir haben ganze Wälder. So, wir haben also jetzt dieses Appended Reverse. Das hier haben wir zerlegt in Teilschritte. Und nun ist die Idee, dass wir pro Operation auf unserer Datenstruktur einen Teilschritt ausführen. So, wenn wir jetzt Appended Reverse aufgerufen haben, dann ist das Ergebnis erstmal lazy. Und wir können das Ergebnis forcieren, diese Datenstruktur, indem wir einfach die Ergebnisliste durchlaufen. Weil für jedes X, das wir hier aus der Ergebnisliste rausnehmen, wird auch hier bei dem Reverse ein Schritt gemacht. Nämlich eins von diesen Ys wird zu den Sets gesteckt. Also schrittweise zum Reverse. Ja. Ja. Mit Laziness. Und tatsächlich dann die einzelnen Schritte ausführen, tut man einfach, indem man die Ergebnisliste hier durchläuft. 14 genau zu sein, aber es sind scheinbar nur 8 beim Dragone angekommen. Das ist jetzt so ein bisschen doof. Ich weiß jetzt nicht, ob dann noch... Wie viel Zahl? Wahrscheinlich für 7. Wir haben wahrscheinlich... wahrscheinlich für alle bezahlt. Das müssen wir nochmal nachrechnen. Wie gut, dass du ihn hast gehen lassen. Ist er noch da? Ja, nee, der kann da auch wahrscheinlich nichts machen. Also sie haben gesagt, bei Dragone haben sie halt nur einen Fax mit 8 Pizzen bekommen. Und wir haben eigentlich 14 bestellt, weil 13 plus meine. Und 14 auch von deiner Visa-Karte weg. Was? Muss man schauen, ja. Das müsste man mal gucken auf dem PayPal-Konto, ob das dann auch so viel waren, aber ich glaube, es waren 94 Euro. Ja, genau. Und das war halt auch der Preis, der auf der Lieferando-Webseite da. Was ist denn hier was für 8 und was ist denn was für 14? Was kann BC wie das eine? Aber die kosten ja nicht alle identisch spielen. Ja, aber unter 10 Euro. Ja, aber mehr als 10 Euro oder so. Also, oder? Genau. Wir haben einmal Margarita groß, einmal klein. Worden. Nein. Aber wir haben 2 Margaritas, eine Diabola, 2 Salami-Pizzas, 2 Vegetarier und eine Caprese ist bei uns angekommen. Also 94 durch 8 ist 11,7. Ja, das kennt man spitzweise. Und 94 durch 14 ist 6,7. Das passt. Passt, ja. Das heißt, wir haben jetzt für alle gezahlt und 8. Also ich finde... Ja, wo ruft man da jetzt? Ich würde vorschlagen, wir machen noch weiter, weil ich bin in 5 Minuten fertig. So, Retax Queues. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, die Implementierung auf die Slides zu schreiben. Deswegen muss ich das mündlich machen. Die Implementierung ist so ähnlich wie bei diesen amortisierten Queues. Aber man hat noch ein weiteres Element bei den Queues. Nämlich, man hat hier einen Pointer darauf, auf diese Frontliste, beziehungsweise einen Rest von dieser Frontliste, nämlich genau den Rest, wie man schon, den man noch nicht durchlaufen hat. Weil man verwendet dann hier dieses Appended Reverse, um dieses zu dieses Anhängen von so einer Liste zu implementieren. Das hier, Realtime Queue. Das hier ist jetzt eine Realtime Queue. Wir fügen ein neues Element an. Und dann haben wir hier Append Reverse gesehen. Das hier ist die Hilfsfunktion. Ich habe das ein bisschen umgeschrieben. Das hier ist nicht die Implementierung von dieser Funktion, sondern das habe ich einfach nur so aufgeschrieben, damit man besser weiß, was hier der Wert ist. Ist. Aber das hier wird wirklich mit diesem Append and Reverse, mit diesem inkrementellen Algorithmus berechnet. So. Und wenn man hier ein weiteres Element hinzufügt, packt man erstmal in die hintere Liste und dann hat man gerade gesehen, ich habe da auf den Knopf gedrückt und dann plötzlich ist hier dieses Bank verschwunden. Nämlich jedes Mal, wenn ich hier eine Operation durchführe, wird hier ein weiteres Bank aufgelöst. Ein weiterer Berechnungsschritt vorgenommen. Das heißt, jedes Mal, wenn man bezahlt, bekommt man auch gleich was zurück. Ja. Und wir zahlen. Also, wenn man hier. Ja. Also, nochmal aufpassen, wenn ich jetzt Knock drücke, dann wird hier wird die hintere Liste voll werden und wird hier angehängt und eine halbe Sekunde später wird man hier sehen, wie der erste Berechnungsschritt schon passiert.
So, ein weiteres noch, dann wird das hier rausgehen und das hier, die 3, wird in die hintere Liste wandern. Dann hat man das hier. Und dieses Punkt ist schon fast fertig, wir müssen eigentlich nur noch die hintere Liste nehmen. Was passiert, wenn ich hier das hier mache? Und man sieht auch hier, dass dieser Wert jetzt überall, wo dieser Punkt verwendet wird, liegt das Ergebnis jetzt schon in fertiger Form vor. Jetzt nochmal. Wir können hier auch Elemente hier am Anfang rausnehmen. Dann passiert das Gleiche. Wir nehmen die 1 raus. Nehmen die 1 raus, bleibt ein Punkt übrig und das wird gleich aufgelöst. Ein Berechnungsschritt wird ausgeführt. Steam ist von hier nach hier gewandert. Und man sieht hier, dass offensichtlich jede einzelne Operation nur konstante Zeit braucht. Und das funktioniert auch, wenn wir alte Werte wiederverwenden. Weil die Berechnung von diesem Umdrehen geteilt wird zwischen diesen, zwischen all diesen Werten. Und wenn das, wenn die Berechnung fertig ist, liegt das Ergebnis überall vor. Spaßfakt, wenn man den Heap vollmüllt, indem man zum Beispiel oben ganz, ganz, ganz viele Operationen ausführt, dann ist die Realtime-View ziemlich langsam und die Konstantzeit auch so ein bisschen. Und man sieht so, wie die Funks so rekursiv Stück für Stück ausgewertet werden. Wenn man GHCJS beim Arbeiten zu. Macht der tatsächlich Introspektion dann für deine Implementierung oder? Die Implementierung? Machst du das manuell quasi im Code? Die Auswertung, also. Ich kann mal kurz was erzählen. Das hier verwendet, ist in Haskell geschrieben und verwendet GHCJS und ich verwende eine Library namens. Das, was er quasi da darstellt. Das ist quasi das Introspektion, was der Compiler gerade. React Flux heißt das? Es gibt ja so eine coole neue JavaScript-Bibliothek von Facebook namens React. Damit kann man super. Nicht von Edward. Nicht von Edward Matt, nein. Facebook. Viel zu hipster für Ignat. Ja. Facebook-Programmierer haben diese Library geschrieben. Und Haskell-Programmierer haben da super Bindings für geschrieben. Ich glaube, es gibt so ungefähr eine Handvoll Bindings. Und ich habe gestern einfach mal geschaut, was es da gibt. Und bin zu diesem Package gestoßen und habe das ausprobiert und das funktioniert super. Also ich kann diese Library nur empfehlen, wer quasi mal webprogrammiert. So, und dann hier die Datenstruktur habe ich tatsächlich einfach in Haskell implementiert. Und was so ein bisschen tricky war, war diese Funks zu machen. Hoffmann hat es gemeint, man könnte da irgendwie versuchen, Introspektion in die Haskell Runtime, aber das wäre ein bisschen schwierig. Also es wäre vielleicht sogar möglich, wie ich das gemacht habe, ich habe da einfach in die Datenstruktur IO-Refs an manchen Stellen verwendet, um dieses Sharing hinzukriegen und dann einfach diese Berechnungen, die noch ausgeführt werden, explizit repräsentiert als ein Datentyp. Das heißt, du hast im Prinzip die Runtime simuliert jetzt an der Stelle. Ja, gewissermaßen die Haskell Runtime in Haskell simuliert. Und wo ist jetzt der Korrektheitsbereich? Ja. Du hast nicht gesehen, dass es. Schau dir das mal an, spiel damit rum, das schießt dir das. Es hat vier verschiedene Farben. Oder du kannst versuchen, den Beweis im Okazaki zu lesen. Ja. Dann macht's. Also liest du da erstmal den Satz, denkst du, hä? Lies ihn nochmal. Ja, und dann vielleicht nach einer Stunde hast du ihn kapiert. Oder du kannst einfach hier mit rumspielen. Was macht GHC.js quasi? Hast du Runtime in JS? Genau. Wird die dann ausarbeiten? TypeScript, PureScript kompiliert ja direkt runter zu JavaScript. Auch hat auch JavaScript-Semantik, also der will nicht mehr weisen, wenn das will. Also das Problem ist, dass PureScript schon deutlich anders ist als Haskell teilweise. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, nur noch die Libraries sind anders. Also es ist nicht so, dass man irgendwie Haskell-Code nehmen kann und den 1-2-1 in PureScript. Nee, das kannst du vergessen, ja. Aber, ja.
Das ist dafür der ganze Altlastenzeug alles weg dafür. Richtig? Super Letzter. Also drei Fragen, ich hoffe, sie werden alle sehr, sehr kurz. die erste zu dem GHC-JS. Hast du jetzt für diese Präsentation, diese Seiten noch irgendwas selber geschrieben oder hast du nur die Datenstruktur implementiert und der macht das irgendwie hübsch? Nee, das habe ich auch schreiben müssen. Das haben wir gerade gemacht. Coole an React ist, wie man dieses Frontend schreibt. Da tut man, wenn man hier irgendwie die Listen ändert, tut man hier nicht manuell ins DOM gehen und sagen, dieses Element muss weg, dafür muss hier eins sein. Nein. Man schreibt eine Funktion im mathematischen Sinne, die nimmt den Zustand oder ein Modell von dem, was hier repräsentiert werden soll und gibt dann zurück eine Beschreibung dessen, wie die UI aussehen soll. Und React übernimmt dann die Aufgabe, den Ist-Zustand von diesem Document-Objekt-Modell in dem Webbrowser anzupassen an die Beschreibung, die man generiert hat. Mhm. Also es ist so eine Metabeschreibung, die abstrahiert mich weg von CSS und JavaScript und diesem Ganzen. So, nicht so wirklich weg, weil du beschreibst immer noch, wie das HTML aussehen soll. Aber die Aufgabe, dann den Ist-Zustand von dem HTML an den Soll-Zustand anzugleichen, das übernimmt React. Okay, das war die erste Frage. Die zweite Frage dauert hoffentlich kurz, weil sie wahrscheinlich doof ist. Was mich jetzt bei den ganzen Queues so gewundert hat, man hätte da doch auch einfach einen Ring-Buffer nehmen können. Dann hätte man immer O von 1. Was ist denn da der Fehler in dem Gedanken? Das ist eine imperative Datenstruktur. Achso. Okay. Du hast den Titel des Vortrags nicht verstanden. Wunderbar, die haben eine begrenzte Kapazität. Ja, aber manchmal deine dritte musst du dann auch vergrößern. Also ja, musst du den kopieren. Oder ich nehme einfach gleich 10 Megabyte und das ist halt die Perl-Lösung. Konstant laufen ja, das 10.000 Operationen. Also, wenn ich kommerziell arbeite, dann. Eine ganz schöne Anekdote. Ein Kommilitone von mir hat mal irgendwas gemacht, wo er so 3D-Daten von so einem Bildern, also ja, ja, Teambildern genau, analysiert hat. Und hat in der Bibliothek hat sich gewundert, warum das bei größeren Scans immer gecrashed ist. Bis er herausgefunden hat, dass da irgendwie ein Array drin war. Und es hat halt eine feste Größe von 10 Millionen. Und wenn man 10 Millionen, 10 Millionen 3 gehabt, ist es halt gecrashed. Und sein Fix war, dass halt dann auf 100 Millionen zu erhöhen. Ich kenne Firmen, die haben Code, den sie verkaufen, der genau so funktioniert. Was ist die dritte Frage? Die dritte Frage war, dass der Ansatz nicht von Realtime-Queues, sondern von den oben, der basiert ja so ein bisschen drauf, dass Funktionsaufrufe nichts kosten. Und wenn du das so krass schaffst, dann kannst du ja ganz viele Funktionsaufrufe hintereinander haben mit dem Reverse. Ja. Genau, wenn du ganz viele Reverses schaffst, ja. Ist es dann sowas, wo man sich darauf verlassen kann, dass die Tail-Recursive-Optimierung von Haskell das einfach hinbekommt? Oder kann man das nicht? Oder? Also ich meine, das ist ja nur dann wirklich so kostenlos und so gut Funktionen so krass zu schachteln, wenn das auch alles schön DOS-optimiert werden kann, weil ein Funktionsaufruf ist ja nicht kostenlos. Ich muss ja Stackframes bauen, ich muss Parameter durch die Gegend schieben. Das Ganze ist ja lazy, der also alle, ja irgendwann ja, muss das ja auswerten. Also alle Funktionsaufrufe. Ja, das heißt, dass wir den Sunk reduzieren. Also das ja. Ist alle Funktionsaufrufe, die Haskell Runtime sich merken muss, siehst du hier. Die sind explizit repräsentiert. Aber du hattest doch irgendwo auch geschachtelt. Ja. Ja, ja, dann ist der Aufbau von uns. Du meinst sowas. Genau, das ist ja eigentlich auch nicht so toll. Das wird man ja irgendwie. Ich habe. Das ist ja nur eine Darstellung der Funktionsaufrufe. Das sind ja nicht die Aufrufe an sich. Also das die musst du ja irgendwann machen. Ja. Die das davon kostet ja. Halt O von 1. Also. Wie viel muss man sich hier merken? Logarithmisch viel. Log von n ist kleiner als n. Ein halbes Rätsel. Ein halbes konstanter Faktor. Das ist nicht. Rotation rein ist. Das waren alle drei. Ja. Also du hast ab hier schon recht, aber also, es kostet nur noch n viel. Na, geht unter okay. Okay, ja. Aber die geht nicht. Danke für die Also ich habe. Ja. Ja. Also zu den Realtime-Queues halt. Also ich will jetzt quasi ein bisschen die Implementierung wissen. Okay. Also du hast irgendwie vorhin gemeint, speicherst als zusätzliche State von dem Datentyp einfach noch so die Liste an der, nicht von der ersten Stelle aus, sondern von der enden Stelle aus und dann bei jeder Operation erhöhe ich das N um 1 oder so. Also, gradig, ey. Ja.
Also funktioniert es so, dass du einfach ein zusätzliches Feld hast, wo du einfach diese Liste nochmal referenzierst? Ja, wir können das im Okazaki nachschauen, 41. Hier steht, leider müsst ihr hier ML lesen, im Anhang von Okazaki sind auch noch die Implementierungen in Haskell, aber wir haben das hier schnell da. ML ist doch nicht voll, alles ist doch verdrängt. Ja. Der Dollar heißt der Lazy. Ja. Hier muss man Laziness explizit repräsentieren mit diesen Dollars. Ist es für ihn eine Notation? Aber es ist dann auch so optimiert. So muss man mit Lambdas arbeiten, oder? Ja, das wird hier angenommen. Also ich weiß nicht, ob das Standard-Feature ist oder. Ja, so. Passend für das Buch. Also das ist zumindest nicht von ihm mit Lambdas nachgebaut. Ja. Also er hat es nie selber implementiert. Keine Kann man. Vielleicht. Ich glaube, er schreibt auch irgendwo, dass das nicht im L-Code ist, sondern im L-Pseudocode, in dem man Laziness annotiert, die es nicht gibt. Ja, er braucht an einer anderen Stelle noch irgendwie ganz spezielle polymorphe Rekursion von Datentypen, was wohl auch nicht möglich ist, und da nimmt er dann auch einfach an, dass ML das unterstützt. So, wir hatten vorhin, die Länge von der vorderen und der hinteren Liste explizit repräsentiert. Hier brauchen wir das nicht mehr, weil wir haben hier noch einen dritten Wert. Wir haben die vordere Liste, die hintere Liste und S steht für Schedule. Das, was wir also geplant haben, was wir noch ausführen müssen. Also das ist die Liste, was wir noch enforcen müssen, damit diese inkrementelle Berechnung von diesem Umdrehen und Anhängen passiert. So, wir haben diese Invariante, die Länge von dieser Schedule ist gleich die Länge von der vorderen Liste minus die Länge von der hinteren Liste. Und das heißt, wenn die. Hier ist ein Strich zu wenig. Die vordere Liste ist genau dann gleich lang wie die hintere Liste, wenn die Schedule leer ist. So. So, und wir haben hier auch ein bisschen asymmetrisch. Wir brauchen Stream, das sind Lazy Listen. Die vordere Liste muss lazy sein, die hintere darf aber strict sein. Ja. R für wir. So, wir haben hier die leere Queue. Wir haben leere vordere Liste, leere hintere Liste, leere Schedules. So. Und die Funktion ist empty prüft einfach nur, ob die vordere Liste leer ist. So, und dann haben wir hier dieses Rotate. Das ist die Hilfsfunktion, oder? Sollte die Hilfsfunktion sein? Drei Argumente. Ja, da ist ein Query.